das, Clive. Paps hatte den Durchblick. Er wäre stolz auf dich, Matt. Es mag sein Erbe sein, aber es ist dein Erfolg. Fangen wir sie noch ab? Die Einherjer ist eines der schnellsten Schiffe aller Zeiten. Und der Wind steht auch günstig für sie. Jedes andere Schiff könnte da kaum mithalten, geschweige denn sie einholen. Doch, das ist nicht irgendein Schiff. Das ist die Enterprise! Sowas wie Paps Mithril-Antrieb hat die Welt noch nicht gesehen. Da hast du recht. Clive, was weißt du über Barnabas Tarn? Kaum mehr als die Barden singen. Dass er aus dem Süden nach Ashra segelte. Mit der Gewandtheit seiner Klinge die Macht errang. Und dass sein Schwert, Odins Schwert, selbst die Fäden des Schicksals zerschneiden kann. Aber lassen wir uns davon nicht verunsichern. Wir kämpfen für unser Überleben. Überleben? Das Licht! Ich dachte, das wäre ein Versteck hier! Ned! Gesellschaft! Was? Wir halten sie auf, bis wir ablegen können! Beeilung! So ein Dreck! Alle Mann! Auf eure Posten! Seid ihr bereit? Sie kommen! Mich, Lord Rossfield! Ich krieg diese Dreckskerle schon! Hinter dich! Mein Ehrenrichter hat schon den Verhältnis mit Angst erhöht! Da war's! Steht dein Angebot noch, Gerf? Wie sieht's aus mit? Du hast doch gesagt, das Schiff sei schnell! Yeah!
Das wäre geschafft. Hey, ihr Waschlappen! Alle mal an Bord! Es kann losgehen! Aye, aye, Captain! Clive? Aber ich dachte, er wäre... Verflucht. Das hatte ich befürchtet. Sleipnir ist kein Mensch, sondern eine Schöpfung Odins. Feuriger Phönix Federbusch? Hast du keine normalen Feinde? Bereit für Runde 2? Na logisch. Oder Lord Rossfield? Mein Junge, früher nannten mich die Leute den Vollstrecker. Oder war's meine Angst? Ach egal, gleich werden hier ein paar Köpfe rollen. Matt, neuer Plan! Lauft aus, wir folgen! Folgen? Weil die schwimmen? Ach, hol mich der Ankerlichten! Antrieb, langsam voraus! Gebt acht, Freunde. Durch die Adern eines Egi fließt kein Blut. Sie werden nicht leicht zu besiegen sein. Ich werde sie fällen, wie der Holzfäller seine Eichen schlägt. Mein Beil wird euch beugen! Wie lange sollen wir sie noch hinhalten? So lang wie nötig. Oder hast du eine bessere Idee? Na, mindestens fünf von denen habe ich schon erledigt. Scheiß drauf. Den Rest schaffen wir auch. Yeah.
Los, Matt! Volle Kraft voraus! Gut festhalten, Was willst du? Ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Du weißt, was diese Fesseln tun. Du bist mein Geschenk an Mythos. Du nutzt mir nur unversehrt. Wäre zu schön, wenn Mit einen Antrieb über hätte. Seit du auferstanden bist, geht es mit mir stetig bergab. Sag mal, bist du dir deiner Sache wirklich absolut sicher, Clive? Deine Feinde übertreffen sich an Furchtbarkeit und Übermaß. Ja, und sie bestimmen, wie wir leben und sterben. Reicht dir das als Antwort? Du hast den gleichen Blick wie dein sturer Vater, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Auf dem Schlachtfeld bin auch ich nur eine Axt. Eine tödliche, aber dennoch nur eine einzige. Doch was du brauchst, sind Tausende. Ich hoffe, mein alter Freund in Randela wird uns helfen können. Pass auf dich auf. Ich hab dir noch vieles über deinen Vater zu erzählen. Und das kann ich wohl schlecht, wenn du tot bist. Mal wieder. Viel Glück, Onkel. Und ich hoffe, der Wind steht gut. Und du, Joshua, schone dich. Das werde ich beherzigen. Leb wohl, meine Neffen. Wenn ihr mich wiederseht, führe ich eine ganze Armee ins Feld. Wow, oh, oh, wow. Bis bald. Durchziehen, Freundchen. Gut. Wird Zeit, dass wir uns um unseren Teil kümmern. Sonst hält er uns das ewig vor. Vigo, hab Gnade. Ah.
Was habe ich getan? Milord! Weiter Weg bis nach Valut. Aber wer nach Norden will, muss Semekis umfahren. Und durch die Enge. Solange wir Kurs nach Nord-Nordost halten, holen wir sie noch ein, bevor sie wieder weg sind. Sie könnten Ashra aber auch südlich umsegeln. Über den Weg bis nach Stonehill. Da bräuchten sie bei dem Wind eine Ewigkeit. Mit weiß, wovon sie redet, Clive. Jedenfalls besser als jeder von uns. Tun wir, was sie sagt. Einher ja gesichtet. Jawoll! Aufwachen, Jungs! Volle Kraft! Die Elfen müssen Funken sprühen! Hey! Spürst du das? Ja. Alle Mann! Auf die Posten! Zeigen wir ihnen, was du drauf hast. Wie eine Motte, so folgst du dem Licht. Das unsichtbare Band des Bewusstseins verdammt sie zum gleichen Schicksal. Doch jeder meiner Versuche, ihre Seelen zu trennen, hat die Bindung nur fester werden lassen. Faszinierend. Meiner Klinge hat bislang jedoch nichts widerstanden. Thank you.
weiter.
die Schnauze voll! Was soll der König? Die See bekommt uns noch nicht.